Navy SEAL John Dagandera und sein Diensthund Bard waren unzertrennlich, bis sie bei dem schrecklichen Abschuss von Extortion 17 ums Leben kamen. Der Chinook flog am 6. August 2011 durch ein Tal in Afghanistan. Bei den 38 Passagieren handelte es sich hauptsächlich um Gold Squadron SEALs der berühmten DEVGRU. Kurz bevor die Soldaten ihr Ziel erreichten, wurde der Hubschrauber durch eine feindliche IPG getroffen und stürzte ab. Alle Insassen fielen und Extortion 17 wurde zum schlimmsten Verlust amerikanischer Kräfte im gesamten Afghanistan-Krieg. Als Pathfinder die Absturzstelle erreichten, hielt die regungslose Hand des Hundeführers seinen vierbeinigen Kameraden immer noch fest. Bei einem Helikopterabsturz wird praktisch jedes bewegliche Objekt im Hubschrauber zur Gefahr, weshalb Dagandera Bart am Geschirr packte. Er hielt ihn während des gesamten Absturzes bis zum Einschlag auf dem Boden so stark fest, dass beide bei ihrem Tod immer noch verbunden waren. Sie hatten buchstäblich die letzte Sekunde ihres Lebens miteinander verbracht.